Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch auf dem Bike Festival in Willingen und habe mir das brandneue Radon Jab MX ausgeliehen. Mallet also. Wie das Ganze fährt, was mein Fazit dazu ist und ob das besser ist als das alte, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, erste Abfahrt mit dem Jab. Ja, eigentlich, glaube ich, hätte ich das nur mal. Schon auf den ersten Metern sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen. Erstens, dass ich vielleicht besser eine Nummer größer genommen hätte, also das Bike in L, aber leider war das schon verliehen. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass das Bike super agil ist und richtig schön auch in die Luft geht. Deswegen war ich jetzt M, bin 1,79 groß. Ich glaube, größer. Ich sitze hier neben dem guten 27,5 Zoll Laufrad und ich habe ja immer so ein Problem mit Malleträdern, dass ich das Gefühl habe, dass es unausgewogen ist. Und das war meine größte Sorge auch bei dem Rad. Diese große Sorge kann ich nicht bestätigen. Ich habe gar nicht gespürt, dass es ein Malletrad ist. Natürlich merkt man die Überrolleigenschaften, wenn man über ein paar Wurzeln fährt oder auch das verspieltere Hinterrad, was dann einfach so ein bisschen leichter ist, hin und her zu bewegen. Aber diese Negativeigenschaften, die sind mir tatsächlich bei dem Rad überhaupt nicht aufgefallen. Ganz, ganz kurz zur Ausstattung. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Freak, was diese Technik-Sachen angeht. Es ist eine Lyric-Gabel drauf, eine Magura MT5-Bremse, wie bei vielen Bikes bei Radon, ein Fox X2-Dämpfer, DT-Swiss-Laufradsatz, aber die genauen Sachen, die könnt ihr euch ja einfach im Internet auf der Webseite anschauen. Ich möchte euch nur heute ein paar Fahreindrücke geben und ein paar Besonderheiten zeigen. Eine der Besonderheiten ist zum Beispiel, dass die Kabelführung hier jetzt nicht wie bei vielen durch den Vorbau geht, was ich persönlich immer ziemlich kacke finde, sondern dass es hier durchgeführt wird, durch den Steuersatz sozusagen. Das finde ich viel, viel besser gelöst als dieses hässliche, komische durch den Vorbau wie bei manchen Rädern. Das taugt mir persönlich überhaupt nicht. Man kann aber, wie man hier sieht, auch noch ganz normal durch den Rahmen das führen. Zumindest nehme ich das jetzt hier an. Eine schöne neue Besonderheit, abgesehen davon, dass es jetzt Mallet ist und die Geo natürlich ein bisschen anders, ist dieser kleine Kofferraum hier unten. Da kann man das einfach aufdrehen
und hier jetzt die Klappe abnehmen und dann kann man hier Werkzeug reintun oder was man halt gerade so braucht und dann zieht man das Ganze wieder fest. Ich hatte ja eine Sorge und zwar, dass das vielleicht klappern könnte. Ich habe jetzt natürlich nichts da drin, aber trotzdem so eine Abdeckung hier unten, dass es klappert, da habe ich mir Sorgen gemacht. Habe ich überhaupt nicht gemerkt, habe nichts gehört, hat mir super gut getaugt so. Aber wie fährt das Rad jetzt und holt man sich jetzt meiner Meinung nach einen Jab oder einen Swoop? Meiner Meinung nach ist es so, ich bin ja auch das alte Jab gefahren. Das alte Jab ist ein super verspieltes Enduro-Bike, würde ich jetzt mal so sagen, was sich auch gut den Berg hochtreten lässt. Allerdings natürlich 29 Zoll wäre ganz schön gewesen. Und das bietet jetzt auf jeden Fall das Neue. Gefällt mir das Neue besser? Ja. Warum? Das 29 Zoll Laufrad bietet irgendwie... Ich habe immer das Gefühl, man hat so ein bisschen mehr Sicherheit und es gibt einem so mehr Confidence irgendwie. Das gefällt mir wirklich gut. Die Überrolleigenschaften natürlich auch. Das Mallet, ja, kann man, würde ich jetzt genauso fahren. Ich würde es aber auch als Full 29 fahren, wenn es das geben würde. Aber Mallet finde ich, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Besonders wenn das jetzt das Enduro-Team fährt von Radon, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch geiler ist, wenn man so ein bisschen schneller, verspielter um Kurven rumkommt und so, einfach ein bisschen mehr Wendigkeit. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, Swoop oder Jab, und ich bin jetzt das neue Jab gefahren, ich glaube tatsächlich, ich würde zum Jab tendieren. Ich bin es jetzt in M gefahren, ich bin 1,79 groß, würde es, glaube ich, eher in L nehmen. Wir sind jetzt, haben nicht viel geschafft, ich muss das Rad ja auch gleich wieder zurückgeben, aber nichtsdestotrotz, für diesen kleinen, kurzen Eindruck. Das Swoop geht natürlich schlechter bergauf, ist ein Ticken laufruhiger, dafür dann nicht so verspielt. Das, was früher das alte Jab an weniger Laufruhe hatte, bringt das jetzt durch das 29 Zoll Laufrad schon ein bisschen mehr mit. Also ich finde es auf jeden Fall geil, was Radon gemacht hat. Mir taugt das besser, ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum alten Jab, wobei das alte Jab für so Leute, die so im Park so ein bisschen rumjibben wollen und Spaß haben wollen, glaube ich, immer noch ein geiles Rad ist, weil man braucht nicht zwingend 29 Zoll vorne. Ich fahre sogar auf dem Downhill-Bike 27,5 komplett und man kann trotzdem Stufen abrollen, Leute. Ich habe immer so das Gefühl, viele Leute denken, man kann dann gar nichts mehr überrollen. Aber so ist das Ganze nicht. Jetzt starten wir hier vom Freeride. Wir fahren aber jetzt nicht die Freeride, sondern wir fahren jetzt gleich auf die hier Rausschau-Dinger. Weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es ist das Einzige, was so ein bisschen Wurzeln hat. Das ist das Einzige wegen dem Enduro-Rennen. Das sind ja nämlich alle anderen Sachen gerade gesperrt. Und hier ist ja auch ein bisschen Kontrolle üben. Solche Sachen. Ich bin fast nie gefahren von den Leuten. Da weiß ich gar nicht warum. Ganz kurzes, schnelles Fazit. Wie war es jetzt auf Jumps? Wie war es in Kurven? Wie war es, wenn es ruppig wird? Ruppig hatten wir ja nicht wirklich, weil alle Enduro-Line und Downhill-Lines hier gesperrt sind. Aber das kleine Stück auf der North Shore fand ich irgendwie
sehr, sehr laufruhig, hat überraschend laufruhig und hat sehr, sehr gut funktioniert. Kann mir vorstellen, dass es auf Trails für den Enduro-Bereich echt gut funktioniert. Auf Jumps ganz klar viel verspielter als das Swoop. Hat Bock gemacht, ging super leicht in die Luft, obwohl ich anfangs das Gefühl hatte, dass vielleicht das 29 Zoll Rad vielleicht so dieses Unausgewogene reinbringt, war aber gar nicht der Fall. In Kurven merkt man das Mallet natürlich schon ein bisschen, aber ich habe mich sehr, sehr schnell dran gewöhnt bei dem Rad. Da gab es definitiv andere Räder wie das Scott Gambler, was ich mal Probe gefahren bin in Mallet. Da bin ich gar nicht mit, also da bin ich gar nicht mit warm geworden in Kurven und das ging hier tatsächlich sehr, sehr schnell. Ist auf jeden Fall ein mega schönes Rad, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir bringen das jetzt gleich zu Radon zurück und wenn euch das Rad interessiert, schaut einfach bei Radon auf der Webseite rein. Die haben auch noch viele Rabatte von den Vorgängermodellen. Vielleicht findet ihr da auch was Attraktives für euch. Auf jeden Fall so ein kleiner Geheimtipp. Und lasst ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.